Fame ist der gälische Ausdruck für selbst. Also eine andere Bezeichnung für sich selber, also für Gälen, Milesier und so weiter und so fort. Ich setze Finn mit dem, also den irischen Finn mit dem griechischen Phönix gleich, dem Phönix aus der Ilias. Phönix war der Herrscher der Dalaver und bekam die Herrschaft der Dalaver von Peleus übertragen. Peleus war der Vater des Achilles und Phönix war auch während des Trojanischen Krieges der Lehrer bzw. Erzieher des Achilles. Achilles und Phönix sind wirklich zwei zentrale Figuren in der Ilias. Bei den Griechen, bei den Danaern. Bei den Tuatha Dé Danann, sprich den Iren, waren Finn und Cuchulainn die zentralen Figuren. Allein schon deswegen, auch wegen der Namensähnlichkeit, auch in Bezug auf die Völker Danaer, Tuatha Dé Danann, setzt sich beide gleich. Schauen wir uns mal nochmal an, aus welchem Gebiet sie kamen. Die Dalaver lebten hier. Es war ein Gebiet zwischen etwa der Tarantasser und in die Richtung Kilykiens. Wieder ein Grund mehr anzunehmen, dass die Griechen, die frühen Griechen, die Danaer und die frühen Iren, beziehungsweise ihre Geschichten, ihre Sagen, also Danaer und Tuatha Dé Danann, wirklich